wenn das Indiz im Raum steht. Ja? Es steht kein Indiz im Raum. Oh doch, es steht ein Indiz im Raum. Wenn ich das Gefühl habe und ich vertraue auf mein Bauchgefühl, hey, da ist irgendwas, da liegt was in der Luft, was sich mir da... Kontrolle, ich weiß, das darf man gar nicht sagen in Bezug auf Beziehung, entzieht, dann kann ich gar nicht anders. Da muss ich wissen, was da ist. Also ich habe so ein Gottvertrauen, das habe ich auch immer mitbekommen von daheim. Ich schaue nicht, ich glaube nicht, ich lese keine Mails, ich schaue nirgendwo rein. Ja. Ich gehe einfach davon aus, es passt. Ja. Also bei mir müsste schon das Schicksal irgendwas in die Hände spielen. Aber von, dass ich aktiv werden würde, niemals. Nein, ich möchte auch was sagen. Ja, ganz wichtig. Ganz wichtig. Er hat deswegen so viel Vertrauen, weil ich vertrauenswürdig bin. Ich gebe ihm nie irgendein Indiz. Da gibt es nichts, wo er überlegen könnte, hey, stimmt, da muss ich nachschauen oder sonst was. Zum Unterschied von ihm. Irgendwo muss man ja... Indizien herbringen und bei ihr ist es halt so, dass sie das Gefühl hat, die kann man sich holen und ich bin eher der Mensch, die müssen mir schon am Kopf fallen. Also ich bin so gutgläubig und ja, kann man auch Liebe nennen. Ja, aber meins auch. Ja, ja, eh. Also bitte, das muss man sich ja jetzt, darf man sich ja jetzt nicht vorstellen, dass ich in der Früh aufwache und mir überlege, was muss ich heute alles durchstirnen, damit ich irgendwas finde. Wie gesagt, wenn der Anlassfall gegeben ist und der ist halt alle 7 Monate oder so, also alle verflixten 7 Monate. Was ist das für eine schwachsinnige Zeitrechnung? So ungefähr. Ist das halt dann mal der Fall und dann kommt halt irgendwie so das Gefühl, da möchte ich mehr wissen oder so. Man fragt dann nach. Wenn ich ein SMS kriege und jetzt sagt, wer war das jetzt und was ist das? Und ich sage, ja, es passt schon, es ist alles okay. Er sagt, wer, komm, sag. So. Also auch wenn es ein berufliches ist, sagt sie, na, was ist da? Also es geht immer weiter, ja, und da würde ich umgekehrt gar nie machen. Ja. Aber das mache ich ja gar nicht so. Ach, wenn da die Leute jetzt zuschauen, die glauben, also wenn da jetzt Paartherapeuten zuschauen, die sagen, oh, du kannst in Therapie, das geht überhaupt nicht, was die da macht. Es ist... Ich bin nicht krank. Nein. Also. Habe mich an James Bond gehalten, der irgendwann einmal gesagt hat, lieber etwas misstrauisch als etwas tot.